Gesundheitsminister Karl Lauterbach rät auch Menschen unter 60 Jahren nun zu einer vierten Corona-Impfung. Wenn auch Jüngere den Sommer ohne ein Krankheitsrisiko genießen wollten, würde er die zweite Auffrischungsimpfung in Absprache mit dem Hausarzt empfehlen, so der SPD-Politiker im Spiegel. Das Long-Covid-Risiko sei deutlich reduziert für ein paar Monate, genau wie das Infektionsrisiko, so der 59-Jährige weiter. Die Ständige Impfkommission dagegen empfiehlt eine zweite Booster-Impfung, bislang nur für Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen. So, bei mir im Studio ist nun Marie Pschibilla, die hat sich mal mit dieser Frage ein bisschen auseinandergesetzt und zwar intensiver. Also Marie, die Ständige Impfkommission sagt ab 70 und Risikogruppen. Jetzt auf einmal Karl Lauterbach tut so, die haben keine Ahnung, ich weiß alles besser, nun auch ab 60. Also bring uns da mal auf den neuesten Stand. Macht das denn überhaupt Sinn? Nicht so richtig. Und man muss ja wirklich sagen, auf europäischer Ebene gibt es noch eine dritte Empfehlung. Vielleicht gucken wir uns das alles nochmal an. Weil die EU-Kommission hat ja auch gesagt, ne? Mhm. Man blickt nicht mehr so richtig durch. Ja, tatsächlich. Also es liegen nun verschiedene Empfehlungen im Raum und man steht natürlich ein bisschen dumm da und sagt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Ich habe es nochmal zusammengefasst. Also Karl Lauterbach, alle sollen sich impfen lassen in Absprache mit dem Hausarzt. Impfstoff ist ja da, davon ist immer wieder die Rede. Das ECDC, also quasi die europäische Seuchenschutzbehörde, die sagen ab 60 Jahre und Risikopatienten, solange die letzte Impfung erst 4 Monate her ist. Und die STIKO, da heißt es eben 70 plus Risikopatienten, Pflegeheimbewohner und eben entsprechend auch das medizinische Personal. Das ist verwirrend, denn man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass alle entsprechend die gleiche Studienlage vor sich haben. Denn das wird ja nicht aus der Luft gegriffen, so eine Zahl, sondern eigentlich stützt man sich ja da auf Fakten. Ich habe jetzt mir nochmal Studien aus Israel angeguckt, die im April relativ genau untersucht haben, was passiert eigentlich mit dem Antikörperlevel nach so einer Impfung. Und die haben herausgefunden, für jüngere Menschen hat das tatsächlich einen geringfügigen Nutzen, so eine vierte Impfung. Die sagen, ja, direkt danach hat man ja ungefähr das Level wie nach einer dritten Impfung, aber eben über einen Zeitverlauf gesehen macht das eigentlich nicht so viel aus. Und es gibt auch viele Virologen, die sagen, gerade bei jüngeren Leuten, die ja ein fittes Immunsystem haben, darf man das also auch nicht zu oft dann triggern, weil irgendwann lässt da auch die Wirkung nach und der Körper reagiert gar nicht mehr so sonderlich groß und man muss ja eigentlich noch ein bisschen Puffer lassen für also schlimmere Varianten, dass man noch mal was Neues in den Körper als Impuls sozusagen reingibt, was ja eine Impfung dann letztendlich auch ist. Das heißt, eigentlich bisher habe ich das noch von keinem anderen Virologen gehört, dass jüngere Menschen das sollten. Gerade für Ältere kam auch bei diesen Studien raus, da hilft es wirklich. Da ist das Immunsystem träger und da spricht man schon davon, also im Vergleich zu nach einer dritten Impfung, ist man 3-mal besser geschützt vor einem schweren Verlauf und 2-mal besser geschützt vor der Infektion an sich. Also das macht durchaus Sinn. Woher jetzt der Gesundheitsminister diese neue Empfehlung nimmt, ist anhand der Studienlage nicht so richtig klar. Er hat jetzt ja gesagt, auch nochmal, wahrscheinlich wird die STIKO auch nachfolgen, aber sicherlich auch nicht für alle diese vierte Impfung empfehlen, sondern sicherlich trotzdem nur für die über 60-Jährigen. Und wir müssen auch daran denken, der Impfstoff, der jetzt aktuell noch verfügbar ist, ist natürlich auch nicht an die Omikron-Varianten angepasst. Das heißt, das wäre genau der gleiche Impuls fürs Immunsystem, was wir schon haben. Und dieser neue Impfstoff, der kommt wahrscheinlich erst im September und der würde sicherlich entsprechend auch nochmal dann neu schützen, denn auch diese vierte Impfung, wie wir sie bis jetzt haben, gibt sozusagen auch keine weitere Information fürs Immunsystem. Deswegen für Jüngere kann man es eigentlich nicht wirklich empfehlen. Wir müssen da wirklich heute bei Karl Lauterbach nochmal persönlich nachfragen, wie er auf diese Empfehlung kommt.